Manchmal ist es so, dass ich einen Kunden habe, der mit mir zusammen ein ganzes Haus planen möchte. Das ist natürlich immer besonders aufregend und spannend für mich. Denn so kann ich von Anfang an gleich mitwirken, zusammen mit den Architekten schauen, welche Grundrisse besonders günstig sind und wo die besten Plätze natürlich für die Bewohner sind. Vor allem wird mitbedacht, das gesamte Grundstück. Wo genau befindet sich das Haus? Ja, wo wird es draufgebaut? Oder wie sieht überhaupt die Form des Grundstücks aus? Auch das ist ganz wichtig zu beachten, denn die äußere Form ist natürlich auch wichtig, um die innere Form, also das heißt dein Haus innen, ja, im Grundriss innen, mit zu planen. Hast du ein sehr langes Grundstück, ja, und sehr dünnes Grundstück, wird wahrscheinlich der Grundriss auch dünn sein. Und das ist eigentlich immer nicht so ganz günstig. Dann muss man immer das Beste daraus machen. Aber wenn du ein gutes Grundstück hast und ein gutes Haus drauf planst, nach der Formenschule, dann hast du schon einiges bedacht. Aber natürlich geht es noch weiter. Ich freue mich sehr auf dich.